Im Jahr 1993 wurde etwas gegründet, das uns heute alle geprägt hat, das die Wirtschaft verändert hat und viele Länder vereint hat. Ich spreche von der EU. Dies ist nun 30 Jahre her. Man könnte denken, es wäre länger her gewesen, ist es aber nicht. Und nun, nach 30 Jahren, zum ersten Mal seit der Gründung, stehen wir vor einer der größten Herausforderungen. Wir haben uns oft die USA angeschaut. Es wird wieder Zeit, auf uns selber zu zeigen, denn die EU hat eine Inflationsrate von 8,6%. Was ihr hier seht, ist der gesamte Zeitraum der EU. Mehr Inflationsdaten gibt es nicht. Und egal wie wir es drehen und wenden, wir sind an einem Punkt angelangt, bei dem die heutige Inflation alles in den Schatten stellt. Und wir müssen dafür den Preis zahlen. Bevor ich mit dem Video anfange, ich war die letzten Tage krank und falls ihr euch wundert, weshalb meine Stimme so klingt heute, weil ich mich noch nicht hundertprozentig erholt habe. Also entschuldigt bitte, falls ich mich etwas komisch anhöre. Fangen wir an. Man könnte sagen, diese Wendung hätte man nicht vorhersehen können. Keiner hätte gedacht, dass die Inflation so hoch ansteigt. Niemand hat Schuld. Doch das entspricht nicht der Wahrheit. In jedem Land wurde neues Geld wie verrückt hergestellt. Angeführt von der USA, die wortwörtlich 40% vom US-Dollar innerhalb 2 Jahre erstellt hat. Der Unterschied von der USA und uns ist, die haben Maßnahmen ergriffen. Sie haben die Leitzinsen erhöht. Doch wie sieht's bei uns aus? Wir sind immer noch bei Null. Doch heute soll es kommen. Die Leitzinsen sollen heute endlich etwas ansteigen. Wurde auch Zeit, nachdem die Inflation kontinuierlich und unaufhaltsam anstieg. Es hieß, die Leitzinsen werden um 0,25% angehoben. Zum ersten Mal seit 10 Jahren werden also wieder Leitzinsen etwas steigen. Denn das letzte Mal, als es angehoben wurde, war 2011 bis 2012. Nun, wer sind aber wieder mal die Leidtragenden? Die normalen Bürger. Stellt euch vor, ihr seid eine staatliche Behörde. Euer Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Inflation nicht zu hoch ist. Eine Aufgabe und vermutlich die wichtigste Aufgabe der EZB. So, in guten Zeiten haben wir auch keine hohe Inflation. Da hat die EZB auch keine Probleme. Doch wenn mal Probleme auftauchen, heißt es seitens Politiker, es ist nicht unsere Schuld. Also, wenn es gut läuft, die Lorbeeren einsacken, wenn es schlecht läuft, die Schuld verschieben. Politikregel Nummer 1, falls ihr mal eine politische Laufbahn anstrebt. Und falls ihr noch dabei seid, ein Like und ein Kommentar helfen mir und dem YouTube-Algorithmus sehr. Besten Dank an euch. Was heißt das aber für euch? Was ihr sicher bemerkt habt, alles wurde in letzter Zeit teurer. Auch wenn die Inflation bei 8,6% im Euroraum und ungefähr bei 7,6% im alleinigen deutschen Raum steht, heißt das nicht, dass es nur 8% teurer ist. Wie ihr sicher gemerkt habt, ist alles viel teurer geworden und manches hat sich sogar verdoppelt. Schauen wir uns mal etwas sehr Wichtiges an. Dafür müssen wir erstmal den Verbraucherpreisindex verstehen. Ich lese mal vor. Der Verbraucherpreisindex misst monatlich die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wird als Teuerungsrate oder als Inflationsrate bezeichnet. Nun wisst ihr, wie die Inflationsrate entsteht. Übrigens, der Verbraucherpreisindex benutzt einen Warenkorb aus 650 verschiedenen Gütern. Schauen wir uns mal an, welche Produkte das sind. Ich habe mir das Dokument runtergeladen und verlinke es für euch mal. Hier sind die 12 Produktkategorien aufgelistet. Je nach Gewichtung, höher oder tiefer, nun, wenn man all diese Produkte nimmt, ihre Preise überprüft und die Teuerung untersucht, erhält man dann den Verbraucherpreisindex und somit auch die Inflationsrate. Und wie ihr gemerkt habt, sind verschiedene Produkte doppelt so teuer geworden. Stichwort Spritpreise. Da sie aber nur eine Gewichtung von knapp 14 oder 15% haben, macht das wenig aus insgesamt. Also was unser Problem ist, dass ganz klar alles teurer wurde. Mit der Leitzinserhöhung will man den Konsum abschwächen. Diese Abschwächung würde langfristig die Preise auch wieder für uns angenehmer machen. Denn Leitzinserhöhungen haben keinen direkten Einfluss auf Inflation. Ob jetzt die Leitzinsen bei 3 oder 5% sind, ändert ja nichts. Wenn etwas 5 Euro kostet, kostet etwas 5 Euro. Was man aber damit erreichen will, ist, dass die Leute anfangen zu sparen. Denn mit den Leitzinsen werden andere Produkte viel teurer. Zum Beispiel Hypothekarzinsen. Stellt euch vor, ihr müsst jetzt doppelt oder dreimal so viel Geld der Bank zurückgeben als vorher. Das heißt, ihr habt weniger Geld für andere Ausgaben. Somit könnt ihr weniger kaufen von anderen Produkten und die Preise müssen langfristig wieder sinken. Denn die Bestände werden immer höher und höher. Die Lagerstätten füllen sich. Und was macht man, wenn man Produkte loswerden will? Es muss billiger werden. So, wir haben uns nun mal den Verbraucherpreisindex angeschaut. Es wird Zeit für etwas anderes, das verdammt wichtig ist. Inflation an sich ist ja nichts Neues.
Es ist schön, wenn es tief ist und nicht gut, wenn es sehr hoch ist. So viel ist klar. Das Ziel ist es aber, dass die Löhne langfristig eine Steigerung sehen sollen. Und die Steigerung sollte so hoch sein, dass sie den Verbraucherpreisindex übertrifft, also höher als die Inflation. Das sieht man auch schön in dieser Grafik hier, die vom Statistischen Bundesamt stammt. Zur Erklärung, die blaue Linie ist der Nominallohnindex und die schwarze Linie der Verbraucherindex. Also schwarz stellt die Teuerung dar und blau die Lohnerhöhung. Und um alles schön abzurunden, gibt es noch die rote Linie, den Reallohnindex. Der Reallohnindex ist die Kombination aus Blau und Schwarz. Wenn der Verbraucherpreisindex 2% ist und der Nominallohn 3%, heißt das im Endeffekt nur ein Reallohnzuwachs von 1%. Und unser jetziges Problem ist, dass es runtergeht. Nicht nur wird alles teurer, die Lohnerhöhungen halten nicht mit. Und dieser Index zeigt natürlich auch wieder nur Durchschnittswerte an. Manche Berufsgruppen kriegen Lohnerhöhungen, während andere nichts kriegen. Also gilt das auch nicht für jeden von uns. Ihr könnt eure Erfahrungen in den Kommentaren mal teilen. Wie sieht's bei euch aus? Gab es Lohnerhöhungen und wenn ja, wie hoch? So, das waren mal bis jetzt die Gedanken und die Probleme der momentanen Lage. Doch bevor ich weitermache, besten Dank an Margex für die heutige Werbekooperation. Margex ist eine kryptobasierte Derivate-Börse-Handelsplattform, die Händlern die Möglichkeit gibt, mit Kryptos zu traden. Für wen ist Margex geeignet? Ganz klar für die Trader unter euch. Da sich Margex darauf spezialisiert hat, ist es auch genau auf die zugeschnitten. Und nicht vergessen, Trading birgt immer Risiken. Deswegen, bevor ihr anfangt, lest euch bitte das gut durch. Auf der Margex-Seite findet ihr selber Tutorials über ihre gesamte Seite. Man kann auf der Seite unterschiedliche Margin-Produkte auswählen, je nachdem, was euch besser gefällt. Was mir gefällt ist, dass man hier die Gebühren gleich auf dem Bildschirm sieht. Bei vielen anderen Börsen ist es immer etwas undurchschaubar. Doch die Übersicht hier ist auch einfach und gut gestaltet und bietet alle wichtigen Tools für die Analyse an. Zudem haben sie ein cooles Feature, das sich MP-Shield nennt. Es ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes System, das Benutzer vor Preismanipulationen schützt und unfaire Liquidationen verhindert. Und für meine Community konnte ich noch einen coolen Bonus rausholen. Ab $300 Einzahlung kriegt ihr darauf 15% geschenkt. Diese 15% werden dann für die Gebühren verwendet, anstatt dass es von eurem Geld bezahlt wird. Somit zahlt ihr keine Trading-Gebühren. Übrigens, dieser Bonus gilt bis zu $10.000. Um diesen Bonus zu erhalten, müsst ihr beim Aufladen eures Kontos mit Geld auf der Wallet-Seite diesen Code eingeben, NOW15. Dieser Code ist gültig bis Ende Juli. Falls ihr euch anmelden möchtet, mein Referral-Link für die Seite ist unten in der Beschreibung. Kommen wir zum Abschluss. Viele von euch, wie auch ich, investieren in Kryptos und auch andere Anlagen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir Geld haben. In einer Zeit, bei der alles teurer wird und die Löhne nicht stark genug ansteigen, machen wir sozusagen jedes Jahr Minus. Wie kann man es sich da noch leisten zu investieren? Auch wenn die Inflationszahlen und die Produktpreise ansteigen, so kann man immer noch gut investieren. Ich habe für mich persönlich in der Vergangenheit etwas festgestellt. Es gab immer etwas, das ich hätte einsparen können. Etwas, das ich nicht hätte kaufen müssen. Ein kleiner Luxus, den ich einfach nicht mehr gekauft habe, damit ich mehr investieren kann. Ich bin jemand, der langsam angefangen hat mit dem Investieren, bis ich dann schon sehr sparsam wurde. Ich habe angefangen, für mich Strategien zu entwickeln, wie ich jedes Mal investieren kann, egal ob ich viel oder wenig Geld übrig hatte. Und bis jetzt hat es sehr gut geklappt. Dann noch mit der Geduld des Investierens hat es sich immer gelohnt. Und falls ihr auch in das Thema Investieren tiefer einsteigen wollt, so heißen wir natürlich jeden in unserer Gruppe willkommen. Wir diskutieren täglich über Investmentstrategien und vieles mehr. In die Gruppe kommt ihr ganz einfach über Patreon, der Link ist unten in der Beschreibung. Also, das war der momentane Stand in unserer Lage. Wie die Inflation, der Verbraucherpreisindex und die Reallöhne sich entwickelt haben. Ich hoffe, ihr konntet heute etwas lernen, wie das alles eigentlich funktioniert und berechnet wird. Falls ja, ein Abo und ein Like würden auch mir sehr stark helfen. Besten Dank an euch. Und bitte beachtet, dass ich kein Finanzberater bin. Ich teile nur meine Ansichten. Macht bitte immer eure eigenen Recherchen, wenn ihr Kryptowährungen oder Aktien kaufen wollt. Alle meine Informationen sind strikt für Unterhaltungszwecke. Ich übernehme keine Haftung für entstandene Verluste oder Gewinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Investieren Now.